Das Beste am Schlafen ist, wenn es vorbei ist. Das Bett, das ist wie ein Gefängnis. Seht ihr, was ich meine? Ich finde es so langweilig. Da draussen sind so spannende Sachen. Schatzli, was machst du auch wieder? Du kletter auf, hä? So weit oben willst du klettern? Ja. So weit oben! Wow, seht ihr das? Wir machen einen Ausflug. Mit dem Papi machen wir immer so tolle Sachen. Ui, ich freue mich. Der Papi geht jetzt ein neues Bett kaufen. Nochmal ein Gefängnis. Muss ich jetzt noch mehr schlafen? Wow, das ist ja Sirup. Nein, das ist nicht für Kinder. Oh, ich dachte, das sieht noch fein aus. Jetzt müssen wir es wieder versorgen. Ja, das ist so schwer. Ja, das ist schwer. Super. Komm, wir suchen etwas anderes zum Spielen. Okay. Die schwarz-weiße Kuh. Wow, hörst du das, Bruno? Da hinten wohnt eine Kuh und die redet mit uns. Hä? Was macht sie jetzt mit dem Stuhl? Was soll jetzt das? Ah, oh, mit dem kann man ja auch gut klettern. Hast du Hunger? Wir gehen gerade essen. So, jetzt wird mal richtig gekocht. Nein, Fabian, stopp. Warum jetzt das? Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt haben wir aber Glück gehabt. Was machst du auch wieder? Das ist ganz, ganz gefährlich, Schätzli. Das ist ganz, ganz heiß. Das ist heiß. Ja, eben. Schau mal, spürst du das? Uiuiui, da kann man sich ja auch fest weh machen. Schaut, wie Mami das erklärt. Zum Glück zeigt sie mir das so gut. Ich habe das nicht gewusst. Wenn ich koche, ist es nie heiß. Das Mami weiß immer alles. Sie ist einfach die Beste. Verstehst du das? Hallo! Gut, super. Das neue Bett ist da. Das neue Gefängnis. Es muss ja ein riesiger Käfig sein. Wow! Was ist denn das für eine Pistole? Fabian, geht's noch? Nicht anlangen. Du möchtest immer spielen. Gut. Ja, genau. Andreas! Andreas! Wow, was ist denn das? Seht ihr das? Uiuiui, ein Raketentuff. Der kann sicher fliegen. Andreas! Thank you.
ich hatte Glück gehabt. Der Doktor hat etwas von einem Bruch erzählt und die Mami hat gebrüllt. Ich habe nicht so viel verstanden, weil ich geschrien habe. Es hat so weh getan. Vorhin hat der Papi gesungen, dass ich besser einschlafen kann. Komisch das mit dem Schlafen. Manchmal ist es schon noch schöner.